Yo, 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 Friends, willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von Destroy All Humans. Und als erstes schauen wir uns ein neues furorisches Pick an. Keine Ahnung, was das sein soll. Das wird die Stadthalle sein. Klamottenladen. Ich muss ehrlich gesagt zugestehen, mir gefällt das Original deutlich besser, wenn es größer ist. Oh ne, warte. Hä, warum ist das jetzt andersrum? Oben ist... Hä? Ach nee, warte. Okay, ich habe vor kurzem mal gesagt, dass... das mit dem Grün das alte war. Oder andersrum. Das, was hier vorne gezeigt wird, das ist das alte und das andere ist das neue. Das habe ich jetzt gerade so gecheckt bei dem Riesenrad. Weil, naja, das da, das ist halt das neue, das in der Ecke. Ich blicke hier echt nicht mehr durch. Okay, aber da, das ist safe oben in der Ecke das Neue. Auch hier. Ich kann dieses Pick verstehen. Oh Gott, so ein Typ, ne? Auf so einer, wenn so ein Typ auf so einer Werbeplakatanzeige ist. Junge. So kriege ich immer, wenn ich also, da so einen Typ sehe, du kleines Bündel, der sagt so, hey, yo, willst du, hast du Bock auf die neue Coke Zero Extra Light mit 5% Alk? Dann komm und kauf's dir. Ups. Das wollte ich gar nicht. Komm und kauf's dir. Da krieg ich, da denke ich jedes Mal, Digga, bitte, lass mich ruhig. Warum drücke ich eigentlich immer die falsche Taste? Kann mir das jemand mal verraten? Oha. Habe ich das nicht schon mal gekauft? Ja, doch. Nee. Ich bin mir sicher, ich habe das schon mal gekauft, aber offensichtlich hat es da nicht gespeichert. Heute geht es im Übrigen normal weiter. Nur damit ihr euch nicht wundert. Ich denke, ich werde jetzt ein bisschen Gehirne sammeln, bis ich so 3, 5 oder so habe. Ihr könnt hier sehen, Randale, ein Stern, Entführung, gar kein Stern, weil ich das noch nicht gemacht habe. 24 von 25 Drohnen. Ich kann nur raten, wo die sein kann, aber das werden wir am Ende sehen. Wir gehen heute in Televisions of Doom. Ich habe so einen kleinen Eindruck, was das sein könnte. Ich bin im Übrigen wieder Crypto, also der normale Crypto, nicht der Q-Crypto. Diese dauern einfach viel zu lange. Gut, dass ich das rausschneide, ey. Da hilft das Speichern auch nichts. So scheinen die gar nicht zu sein. Der Schein kann trügen. Diese urbanen Menschen sind gerissener, entschlossener. Zäher. Schwerer zu täuschen. Halte die Augen offen und sei auf der Hut. Moment, nicht hier. Komm mit. Bleib auf dieser Frequenz. Schieß los. Freigabe für Phase 1. Ist unser Mann im Sender? Wartet nur auf das Kommando. Und das Band? Im Aktenkoffer. Schon zurückgespult. Unterschwellige Fernsehbotschaften. Was bringt Majestic als nächstes? Keine Ahnung. Du weißt, was eine rhetorische Frage ist? Kein Schimmer. Na los.
Wieder diese Anzugträger. Was ist ein Majestic? Ich bin mir nicht sicher, aber es bringt mich auf eine Idee, Crypto. Warte, ich brauche was zum Schreiben. Wenn unser Plan aufgehen soll, wird einfaches Gedankenlesen nicht ausreichen. Wir müssen die Menschen kontrollieren, damit wir ihre Hirnstämme leichter ernten können. Also quasi mehr Hirnarbeit. Klingt verlockend. Wie stellen wir das an? Ich glaube, deine dunkelgewandeten Freunde haben uns einen Hinweis gegeben. Alles klar. Ich weiß im Übrigen auch nicht, was eine rhetorische Frage ist, aber ich... Bleib an der schwarzen Limousine dran! Du wirst dich doch nicht von einem Fahrzeug abhängen lassen, das nicht mal fliegen kann! Sprengstoff? Moment. Wie soll ich das denn machen? Hallo, Sprengstoff? Die Männer in Schwarz flüchten! Ich hab doch gar keinen Sprengstoff, oder ist damit... Kommunisten! Junge! Wir werden angegriffen! Marsianer! Sprengstoff! Begib dich im Zweifelsfall zum Fernsehsender und schneide ihnen den Weg ab! Sprengstoff! Stehen bleiben, Freundchen! Heilige was verstehe ich unter... Sprengstoff! Hä? Check ich was nicht? Es ist ein Außerirdischer! Kleine grüne Dafür hast du nicht die Eier! Vergiss die schwarze Limousine! Halte die Männer in Schwarz auf! Check ich was nicht? Hey! Du Stress oder was? Ich hab keinen Sprengstoff gesehen! Ich scanne die Unterlagen. Crypto, das sieht teuflisch aus. Ich sollte die vielleicht nicht desintegrieren. Magnetband und Anweisungen für ein Experiment zur menschlichen Gedankenkontrolle. Mit Sprengstoff. Es würde im Fernsehsender ein menschlicher Wissenschaftler auf diese Anweisungen warten. Er ist Experte. Ich hab gar keinen Sprengstoff gesehen. Sein Name ist Schläfriger Ernst. Ich will, dass du in diesen Fernsehsender gehst und den schläfrigen Ernst scannst. Sperrgebiet, Junge, mich hat doch eh schon jeder gesehen, also... Du hast das Recht. Es ist scheißegal, was ich tue. Aber Sprengstoff. Lol. Soll der so aussehen? Wo ist denn er? Bald habe ich handfeste Beweise dafür, dass der menschliche Geist durch Fernsehpropaganda kontrolliert werden kann. Und dann starte ich... Crypto. Es war so klar. Du solltest den schläfrigen Ernst scannen, du grobschlächtige Mutation! Nicht töten! Es war so klar. Hä? Aber Moment. Sprengstoff. Habe ich was nicht gesehen? Ich habe doch gar keinen Sprengstoff. Oh. Ich dachte, ich fange nochmal von vorne an. Nö. Bald habe ich handfeste Beweise dafür, dass der menschliche Geist durch Fernsehpropaganda kontrolliert werden kann. Und dann starte ich meinen eigenen Sender. Wo zur Hölle sind diese Majestic-Agenten? Amerika wird sich nicht von alleine eine Gehirnwäsche verpassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Menschheit zum Versuchskaninchen des schläfrigen Ernst wird. Sie sollte unser Versuchskaninchen sein. Sollte ihn in Meer ertränken? Okay. Verpasst ihm la. Ich weiß nicht, ob das hier als Meer gilt. Wir sollten dafür sorgen, dass seine Arbeit vernichtet wird. Ich schleuder ihn jetzt einfach da rein. Okay, es gilt als mehr. Ach, warte, ist das mit Sprengstoff gemacht? Ja, gut. Das hätte ich gerne früher gewusst, weißt du? Das sieht nämlich nicht aus wie Sprengstoff.
gut, okay. Majestic will Signale zur Gedankenkontrolle verbreiten, um ihre eigene Spezies zu kontrollieren. Dafür übertragen sie alle aus diesem Sender. Die menschliche Bevölkerung paranoid und aggressiv machen. Also noch paranoid und aggressiver, als sie ohnehin schon ist. Die Drohne? Ich schlage vor, wir manövrieren Majestic in ihrem eigenen fiesen Spielchen. Aber jetzt geht's so richtig ab, ey. Wir werden unsere eigene Sondersendung ausstrahlen. Halt mal die Klappe. Eine Gedankenkontrollübertragung vom Mutterschiff. Ja, ich weiß, das denkt jeder bei mir auch. Ja, das muss ich auch zugeben. Ich nerve aber gerne, weil es ist mein Job, ja. Also nicht YouTube, sondern andere Leute zu nerven. Ich nerve die Leute gerne, weil sie sich dann getriggert fühlen. Also, Crypto, folgender Plan. Wir nutzen dieses Fernsehzeug einfach selber, um die Menschheit dem unbezwingbaren Willen des Voronen-Imperiums zu unterwerfen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß, welche Mission das ist. Wenn du die Antennen in Richtung des Mutterschiffs ausrichten kannst, können sie meine Übertragung zur Voronen-Gedankenkontrolle perfekt empfangen. Das wäre die gute Nachricht. Und die schlechte? Ich habe davon den Abschnitt gesehen. Alter, wie viele Nebenmissionen gibt's hier? Berühre den Boden nicht. Es gibt ein Zeitlimit. Und jetzt leg los und mach ein paar Knoten in die Antenne. Was? Hä? Ach so. Kann ich nicht einfach mal in Ruhe die Nachrichten schauen? Fidel hat ja ein paar. Ich darf den Boden nicht berühren. Nein, ich schwöre der Flagge der USA meine Treue. Die Dächer zählen nicht als Boden, oder? Ey, das wäre jetzt so kacke. Ich habe so ein bisschen. Wie kann ich das denn Ganze erinnert mich so ein bisschen an Spider-Man. Lieben, wenn sie gerade nicht läuft. So ein klein wenig. Ey, wenn jetzt das mit dem. Na? Und ich glaube, ich habe mich doch geirrt. Das ist gar nicht die Mission. Ich dachte nämlich, dass es eine Mission gibt. Das hat's gerade so komisch geleckt. Ich weiß nicht, ob es die wirklich gab. Aber ich hatte mal eine Mission gehabt, irgendwie in Erinnerung. Da war so im Fernsehen, also wirklich direkt drinne. Ich dachte, das wäre das. Es war weird. Ich habe das Gefühl, ich hab das Zeitlimit völlig verpeilt. Ey, aber wenn das mit den Dächern wirklich der Boden gilt, ne? Dann raste ich aus. Okay, ich raste nicht gleich aus, aber. Ich bin zutiefst beeindruckt, wie du vor intellektueller Zeugungskraft strotzt. Du Prachthengst! Okay, Prachthengst. Hallo? Es wird gar nicht angezeigt. Ah, jetzt. Kann ich nicht einfach mal in Ruhe die Nachrichten schauen? Ich sag euch, wenn das jetzt als Boden gilt, ne? Dann weiß ich echt nicht. Ich muss doch auf die Dächer. Sonst geht's ja nicht. Das hat. Wirklich jetzt? Legen wir los. Übertragung läuft. Downlink des Voronensignals. Erfolgreich. Oh, das ist so aufregend. Okay, ich erhöhe die Leistung. Moment! Crypto! Das Signal ist zu stark. Menschen sind schwach. Ihre Gehirne vertragen so eine Amplitude nicht. Beeil dich, Crypto. Du musst die Antennen biegen, bevor sie. Au, das tut sicher weh. Uah, ekelhaft. Crypto? Wo bist du hin? Zeit für einen Snack. Lol. Mich erinnert das auch im Übrigen voll an den Trailer. Den ich bis heute nicht ganz verstehe, weil der ist sowohl im Englischen als auch im Deutschen auf Deutsch. Okay,
Die einzigste Mission, die ich nicht konnte, war zerstöre das Auto mit Sprengstoff. Ich glaube, es sind wirklich damit diese Fässer da an der Seite gemeint. Gehe ich jetzt mal davon aus. Lol. Aber nochmal zum Thema, ich lasse das jetzt auch drin, ne? Nochmal um auf dieses Thema, woran mich das erinnert. Für dein Raumschiff? Nein. Es erinnert mich an den Trailer. Sowohl den deutschen als auch den englischen. Da gab es so eine Szene, da war so ein Reporter. Ich glaube tatsächlich der Reporter aus dem ersten Part. Der hat dann zu den Leuten gesprochen und irgendwie sowas. Und auch, es gab auch mal einen Trailer. Da war Crypto, hat auch zu den Leuten gesprochen und das war immer irgendwie so ziemlich weird, weil der nicht nur deutschen Deutsch gesprochen hat, sondern auch im englischen Deutsch gesprochen hat. Also versteht ihr, was ich meine? Ich meine, dass er im deutschen Deutsch spricht, ist klar. Ja? Aber warum spricht er im englischen Deutsch? Das habe ich nie verstanden. Aber ich muss sagen, der Trailer war ziemlich cool. Vor allem der Song, der war immer cool. Okay. Ja. Explosive Behälter. Okay. Damit sind tatsächlich die Fässer gemeint. Dann würde ich sagen, das war Mission 5. Ich würde sagen, wir machen Mission 5 und ich mache das mit den Fässern. Also, bis gleich. Ich habe ganze Dörfer niedergebrannt. Lol. Crypto! Was? Die schwarze Limousine hat diesen Fernsehsender erreicht. Das ist eine Katastrophe. Oh Mann, ich hätte heute Morgen gar nicht erst aus der Druckkammer steigen sollen. Verflucht erbärmliche Menschen. Cool, es gibt eine es gibt eine alternative Szene, das ist sehr schön, nur wie soll ich das machen, wenn da, okay, dann muss ich anscheinend schneller sein, keine Ahnung, wir schauen mal. Nur so eine kleine Frage. Ja, jetzt entscheiden wir erstmal, wie wir fahren, bla bla bla. Da vorne ist ein. Geh mir rein, Schwarzlicht! Ding. Wie soll ich das teilen? Jetzt. Ich hab jetzt Junge. Immer wieder zufrieden. Ne? Gut, da ist eine Drohne, aber. Das ist doch
Franchise.